Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Produktvideo von OKM 3D. Heute betrachten wir den Race 3D N2 Plus etwas genauer. Wie man an dem Kameraschwenk schon erkennen kann, ist die Maschine etwas größer als die normalen 3D-Drucker, die wir hier so testen. Beim Race 3D der N-Serie handelt es sich, wie der Name schon sagt, um eine komplette Serie. Da gibt es den N1. Der hat einen Bauraum von 20x20x20 cm. Es gibt den N2, der hat 30,5x30,5 cm x 30,5 cm. Und es gibt den N2 Plus, den wir hier gerade sehen. Und dieser hat genauso wie der N2 die Grundfläche von 30,5x30,5 cm. In der Höhe hat er aber das doppelte Maß, also 61 cm. Das heißt, er kann nicht nur mit dem MegaBot Z18 mithalten, sondern übertrifft ihn auch in der Bauhöhe um 16 cm. Mein Gott, jetzt hätte ich den Z18 schon kleiner gemacht, als er ist. Also, es ist wirklich eine sehr große Maschine. Druckt, wie man es wohl vermutet hat, im FDM-Verfahren und hat ein paar nette Gimmicks, die ich Ihnen jetzt genauer zeigen möchte. Was als erstes ins Auge sticht, ist natürlich das Touch-Display. Mit diesem Display, was 7 Zoll in der Diagonale misst, bedienen Sie die komplette Einheit. Weiter noch ist hier ein kleiner Speicher von 8 GB integriert. Da die Maschine über WLAN, normales Netzwerk, USB und SD-Karte angesteuert werden kann, könnte man sogar auf diese 8 GB über WLAN oder das normale Netz eben Daten ablegen und diese speichern. Wir zum Beispiel hier haben unser Benji-Modell eben direkt auf den Speicher der Maschine hinterlegt. Das haben wir über ganz normal, haben wir die Maschine übers WLAN eingebunden. Das ging ganz schnell. Haben natürlich auch über dieses große Touch-Display sehr einfach die Möglichkeit, Passwörter ähnliches einzugeben. Von daher ging hier die Einrichtung sehr schnell. Beim Ultimega 3 zum Beispiel hatte ich nur ein sehr kleines Display, das heißt die Einstellung der WLAN-Funktionalität war etwas anstrengender. Ja, ansonsten, was auch hier noch auffällt, ist hier ein kleines Akkusymbol. Das werden Sie hier jetzt kaum sehen. Aber dieses Akkusymbol verrät uns, dass hier auch ein kleiner Speicher integriert ist. Der hat 1000 mAh. Klingt jetzt nicht viel, also so das Drittel von einem normalen Smartphone. Aber das verhilft der Maschine, eine Resume-Funktion anzubieten. Das heißt, wenn jemand aus Versehen den Stecker ziehen sollte, also wirklich hardcore den Stecker ziehen, Beispiel Putzfrau, kommt ihr zum Saubermachen, steckt ihren Staubsauger an, dummerweise steckt da ein anderer Stecker, den zieht sie erstmal sicherheitshalber raus und dann ist auf einmal der 3D-Drucker aus. Ja, jetzt hat die Person, die den Stecker gezogen hat, ganze 30 Minuten Zeit, um diesen Stecker wieder einzustecken. Die Maschine fährt neu hoch und bietet Ihnen dann die Möglichkeit, entweder den Druckjob abzubrechen oder bei den letzten gedruckten Daten einfach fortzufahren. Das wird jetzt bei uns im deutschen Raum nicht so häufig vorkommen, dass mal Stromausfall ist oder wirklich jemand den Stecker ziehen sollte aus Versehen. Aber dennoch ist es eine nette Funktion und für den einen oder anderen doch ein Kaufgrund mehr. Ja, das Touch-Display lässt sich sehr gut bedienen. Beim N2 Plus ist es so, dass die Maschine auf Rollen steht. Das heißt, es ist auf einer, eher ungünstigen Höhe. Ich stelle mich mal daneben, ich bin 1,82 groß. Ja, bei mir knapp über Knie. Hier das Touch-Display. Aber man kann es auch von oben sehr gut ablesen. Und es hat auch einen sehr schönen Druckpunkt. Also für mich auf jeden Fall ein tolles Feature an der Maschine. Während des Drucks kann man hier sämtliche Informationen ablesen. Das ist auch sehr nett. Ich kann auch auf Wunsch pausieren oder stoppen. Ich sehe immer die Temperaturen. Da wir hier eine Maschine mit zwei Extrudern haben, haben wir linke Nozzle, rechte Nozzle plus eben die Bauplatte. Die kann ich bis maximal 100 Grad heizen. Die zwei Nozzles kann ich bis maximal 300 Grad heizen. Das heißt, ich habe hier wirklich ein breites Spektrum an Materialien, die ich verarbeiten könnte, allein über den doch sehr temperaturbeständigen Extruder und eben die beheizte Platte. Ansonsten gibt es hier auch eine kleine 3D-Vorschau. Hier kann man noch erkennen, dass das Ende des Schlotes noch grau ist. Das gibt mir an, dass eben das sind die restlichen 4% in der Höhe, die noch nicht komplett gebaut sind.
Ansonsten habe ich verschiedene Einstellmöglichkeiten. Im Home-Button habe ich eben den aktuellen Druckjob, kann auch eben in die Einstellungen gehen. Im Februar oder März folgt eine Kameraoption, die ist aktuell noch nicht verbaut. Ich kann die Maschine ins normale Netzwerk einbinden, ich kann sie ins WLAN einbinden, ist bei uns tatsächlich über die Fritzbox verbunden und ich kann weitere Einstellungen vornehmen. Bei Sprache ist leider Englisch das Einzige, was uns in Deutschland weiterbringt. Man könnte noch auf Chinesisch stellen, aber was haben wir sonst noch? Ich glaube Chinesisch und Französisch, ja, bringt mich auch nicht weiter. Ich bleibe bei Englisch, ja, super. Bei Tune könnte ich während des Drucks noch Einstellungen vornehmen. Das heißt, ich könnte die Temperatur des Extruders verändern, die Temperatur des Druckbeds, die Feedrate, die Geschwindigkeit der Lüfter und die Flowrate könnte ich auch beeinflussen. Also wirklich ganz nett. Hilft auf jeden Fall, wenn man neue Materialien ausprobieren möchte. Bei Utilities habe ich die Möglichkeiten eben, die Extruder entlang der X- und Y-Achse zu bewegen, kann ich in verschiedenen Schritten machen, 10 mm, 1 mm, 0,1 mm und das gleiche gilt auch für die Z-Achse. Weiter noch kann ich auch den Filament-Feeder ansteuern, rechts und links und die Düsen entsprechend vorheizen und laden und entladen. Ja. Bei Print komme ich auf die verschiedenen Speicher. Das ist jetzt unser Local Storage, das heißt der im der Maschine integrierte Speicher. Hier haben wir eben die letzten Druckjobs gespeichert. Kann hier aber auch auf SD-Karte oder USB-Slots zugreifen. Und den internen Speicher kann ich über das WLAN und das normale Netzwerk ansteuern. Hier sehen wir den Extruder genau. Wir haben hier die Version mit Dual-Extruder. Das heißt, ich habe einen linken und einen rechten Extruder serienmäßig mit 0,4 mm Nozzle ausgeliefert. Standardmäßig ist der linke Extruder etwas tiefer ausgerichtet. Das heißt, der sollte als primärer Extruder verwendet werden. Der rechte Extruder ist deswegen etwas höher, damit er im Fall der Fälle nicht über das bereits gedruckte Modell schleift. Ja. Die beiden Extruder lassen sich sehr einfach einstellen. Wie man erkennt, ist unter diesem dreieckigen gelben Aufkleber sind jeweils zwei Schrauben. Wenn ich diese öffne, kann ich den kompletten Vollmetall-Extruder verschieben nach unten und oben. Wenn ich die beide kalibrieren möchte, dass sie auf gleiche Höhe sind, schiebe ich die einfach maximal nach oben. Das Endstück ist dann auch wieder aus Metall und schiebe die eben bis zu diesem Endstück aus Metall hin. Dadurch lässt sich sehr einfach Höhe beider Extruder aufs gleiche Level bringen. Wie Sie hören, ist die Maschine sehr leise. Also tatsächlich das Hauptgeräusch, was die Maschine von sich gibt, kommt vom Lüfter. Ja. Der ist einfach nötig, um den integrierten Controller und die ganzen anderen elektrischen Teile zu kühlen. Im Innenraum, der komplett abgeschlossen ist, herrschen maximal 45 Grad. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ABS drucken und die Platte auf 100 Grad beheizt ist, dann kommen wir nicht über 45 Grad im Inneren. Das bedingt eben durch relativ viele Spaltmaße. Ich meine, das ist auch nur ein Plexiglas, hier oben der Deckel. Also das ist nicht sonderlich isoliert. Aber trotzdem sind 45 Grad besser als Raumtemperatur bei ABS. So, wir haben natürlich auch schon einige Muster mit der Maschine gedruckt, wie man hier sieht. Eine große Auswahl. Gerade 3D Benji hat es uns angetan. Also hier haben wir in verschiedenen Auflösungen 50, 100 und 150 Mikron mal verschiedene Modelle gedruckt. Wie man sieht, auch in größerer Stückzahl, um einfach zu testen, wie verlässlich die Maschinen auch sind. Also wir haben da immer, ich glaube, 18 Stück auf einer Platte. Und drucken quasi immer wiederkehrend mit den Maschinen dieses Modell. Und wirklich gleichbleibend gute Qualität bisher haben wir erzielen können. Das ist wirklich sehr nett. Natürlich haben wir auch verschiedene Materialien getestet. Also die Maschine ist ja ein offenes System. Das heißt, ich kann alles Mögliche in 1,75 mm hinzufügen. Habe ich natürlich große Vorteile. Ich bin an kein teures Filament vielleicht gebunden oder zumindest an kein Herstellerfilament. Kann da wirklich aus einer riesigen Auswahl an Filamenten auswählen,
dank des Extruders, der bis 300 Grad aufheizbar ist, habe ich da wirklich auch sehr viele Optionen, auch mal ein ausgefallenes Filament zu verwenden. Ich kann meinetwegen auch flexible Filamente verwenden. Das ist von Polymaker, das Polyflex zum Beispiel. Oder hier von Colorfab, das Colorfab XT. Alles sehr gut geworden. Das fühlt sich auch extrem glatt an, also das ist wirklich sehr schön geworden. Allerdings hier jetzt beim Bridging-Effekt hat das FDM-Verfahren zugeschlagen. Da müsste man vielleicht nochmal rangehen. Wenn man das Ganze in PLA einfach druckt, dann hat man das Problem nicht. Ansonsten natürlich auch zweifarbige Modelle. Alles kein Problem mit der Maschine. Oder auch mal größere Objekte mit langen Druckzeiten. Alles wirklich sehr einfach. Schwerpunkt ist bei uns natürlich PLA, aber wie gesagt, Sie haben wirklich die Möglichkeiten, hier Verschiedenes zu drucken. Hier zum Beispiel auch was, ein größeres Teil aus ABS. Hier verhilft der geschlossene Bauraum dazu, dass Sie eine Innentemperatur von ungefähr 45 Grad erreichen können. Die einzige Heizung, die in der Maschine ist, ist die Bauplatte. Bei ABS haben wir die auf 100 Grad und das genügt eben mit dem geschlossenen Bauraum, der hier vorliegt, die Innentemperatur auf 45 Grad anzuheben. Das ist wirklich sehr nett, das hilft deutlich. Sie kennen das sicherlich von anderen 3D-Druckern, die eben komplett offen sind. Da verzieht sich ABS relativ schnell, aber hier wirkt man dem schon mal durch diese 45 Grad Innentemperatur entgegen, zusätzlich zur beheizten Bauplatte. Ja, ansonsten kann ich nur empfehlen, sich mal die Software Idea Maker herunterzuladen. Mit der können Sie wirklich sehr viel Einstellungen vornehmen. Sie finden die Software unter www.race3d.com im Download-Bereich. Schauen Sie sich das einfach mal an. In der Software können Sie auch schneiden und reparieren. Gerade das Reparieren im Slicer ist natürlich eine schöne Geschichte. Natürlich warnt Sie auch die Software, wenn was am Modell nicht passt. Grundsätzlich zum Extruder. Hier gab es viele Nachfragen. Also gerade flexibles Material oder Materialien, die einen ungleichmäßigen Durchmesser haben. Also zum Beispiel Sachen, die gemixt sind. Also ich Timberfilm mit Holz, Timberwood mit Holz gemischt. Kann es vorkommen, da Sie ja einen starren Anpressdruck haben, dass diese nicht ohne weiteres laufen. Also wie man sieht, funktioniert es. Aber es gibt da sicherlich bessere Systeme, wo eben der Anpressdruck variieren kann. Hier ist der Anpressdruck starr auf 1,75. Das ist völlig ausreichend für die meisten Materialien, aber wenn Sie wirklich in Anführungsstrichen schlechtes Filament verwenden, das eben sehr hohe Toleranzen von dem Durchmesser hat, dann hat die Maschine Probleme damit. Im März wird ein Update kommen für das System, und zwar ein Update zum Thema Filament Monitor. Das heißt, Sie werden einen Sensor bekommen, der einfach überprüft, ob Filament noch gleichmäßig fließt. Wenn nicht, wird er eben eine Fehlermeldung ausgeben und pausieren den Druck. Das Ganze wird es auch als Upgrade-Kit geben. Das heißt, Sie können jetzt eine Maschine, oder wenn Sie ja schon eine Maschine haben, können Sie dann auch ein entsprechendes Upgrade-Kit kaufen. Weiter noch kommt, wie schon im Display zu sehen war, die Kameraoption. Die Option ist jetzt schon in der Firmware hinterlegt, aber dann kommt sie auch als Hardware-Version. Auch die Kamera zur Überwachung des Bauraums wird es als Upgrade-Kit geben. Alles im März, ja, oder April, bis dann die ersten Maschinen aus China dann eben zu uns kommen, wird es ja sicherlich auch ein bisschen dauern. Ja, das war es jetzt erstmal zum Thema Druckmuster. Wenn Sie da Druckmuster wünschen, schauen Sie mal bei uns im Shop vorbei unter 3ddrucker.online. Da gibt es auch Mustersets, also die 3D Benji haben wir in zwei verschiedenen Auflösungen da zur Verfügung gestellt. Das ist der N2, also nur ohne Plus. Wie man sieht, gleicher Grundaufbau, allerdings nicht auf Rollen gelagert, sondern mit Gummifüßchen. Ist dafür gedacht, tatsächlich auf dem Tisch zu positionieren. Beim N2 Plus wäre das etwas schwierig, allein vom Gewicht her. Beim N2 ist es so, dass wir hier 30,5 x 30,5 cm haben und in der Höhe auch 30,5 cm. Ansonsten ist diese Maschine tatsächlich identisch
zum N2 Plus. Das heißt, wir haben das gleiche Touchdisplay, wir haben die gleichen Führungen der Z-Achse, die wirklich sehr stabil sind. Wir haben alles ist identisch, nur die Bauhöhe unterscheidet sich. Das heißt, Sie können aber auch unter den Maschinen die Teile tauschen. Ist natürlich wesentlich günstiger, liegt preislich etwa auf dem Niveau des Ultimega 3. Der hat ja auch den Dual Extruder, ist natürlich vom Bauraum deutlich größer. Ne? Also der setzt überall 10 cm nochmal auf dem Ultimega drauf. Und hat ein schönes Touchdisplay. Hier haben wir den N1. Die kleinste Maschine in diesem Vergleich. Auch komplett geschlossener Bauraum. Allerdings ist hier die Tür etwas anders aufgebaut. Das Filament hängt beim N1 nicht in der Maschine, wie beim N2 und N2 Plus, sondern hängt auf der Rückseite frei an der Maschine, ähnlich wie beim Ultimega 2 zum Beispiel. Das Touchdisplay ist hier um 90 Grad gedreht. Lässt sich genauso gut bedienen, ist meiner Meinung nach auch exakt das gleiche Touchdisplay. Die Baufläche ist hier 20x20 cm, Bauhöhe auch 20 cm. Ja, ansonsten ein Unterschied, den möchte ich gleich mal zeigen. Ein Unterschied, der mich stört, ist dieser Schlauch. Das ist ein banaler Plastikschlauch, der eben diese Kabel, die zum Extruder gehen, schützen soll. Das ist bei den anderen Maschinen mit so einer Art Plastikkette gelöst, die überhaupt keine Geräusche von sich gibt. Dieser Schlauch knackt. Der ist an einer Seite offen und quasi über die Kabel gestülpt und dieser Schlauch knackt ab und zu. Und dieses Knacken des Plastikschlauches ist tatsächlich lauter als der Rest der Maschine. Das heißt, das ist tatsächlich ein Punkt, den ich verbessern würde. Weiter noch ist hier natürlich die Platte nur hinten geführt. Und genauso wie bei Ultimaker und Co. Jetzt hat man es zum Beispiel knacken gehört. Wie bei Ultimaker und Co. ist die Platte nur hinten doppelt geführt. Dadurch kann die leicht vibrieren. Beim N2 und N2 Plus kann das nicht passieren. Das kann ich Ihnen jetzt gleich nochmal zeigen. Beim N2 und N2 Plus ist jede Seite so geführt. Das heißt, wir haben 4 Führungen insgesamt und im Endeffekt 2 Z-Achsen. Also da bewegt sich gar nichts. Die Platte kommt auch hier komplett vorkalibriert. Für die Kalibration gibt es vorne nur ein Einstellrädchen, das quasi den Endstopp aufnimmt. Über dieses Einstellrädchen, das kann ich auch von Hand drehen, kann ich dann den Abstand zwischen Platte und Düse einstellen. Das ist sehr einfach, kommt wie gesagt in dem Fall vorkonfiguriert. Beim N1 müssen Sie ähnlich wie beim Ultimega 2 Plus an mehreren Punkten eben den Abstand zur Bauplatte einstellen, kalibrieren und können das im Endeffekt von unten an der Platte über 4 Flügelschrauben einstellen. Der Druckjob ist nun auch fertig. Im Endeffekt unser 3D-Modell von diesem kleinen Schiffchen nur noch mal in groß zum N2, N1 und N2 Plus kommen auch noch mal diverse Kleinigkeiten, ein paar tolle Aufkleber, ganz wichtig, eine Pinzette, eine Schieblehre, diverse Ersatzteile, ein USB-Stick mit der Software, Sicherungen, ganz wichtig, und eine Spachtel. Das ist, sag ich mal, für den ersten Step sehr gut. Die meisten von Ihnen werden aber sicherlich schon entsprechendes Werkzeug haben, mit dem Sie gute Erfahrungen gemacht haben. Die Bauplatte ist, wie man sieht, mit einer Buildtec beschichtet. Eine, ja, durchaus gute Lösung. Da es eine Glasplatte ist, würde es hier normal auch reichen, wenn Sie Blue Tape oder meinetwegen 3D-Lack oder irgendwelche anderen Haftmittel bevorzugen. Dann können Sie auch die Buildtec einfach weglassen und die anderen Haftmittel verwenden. Funktioniert allerdings mit Buildtec sehr gut. Also wir haben auch sehr große Objekte mit hoher Spannung schon gedruckt. Das hat alles wunderbar gehalten. Also ich würde die zumindest im ersten Step mal versuchen. Die ist ja kostenlos dabei. Verwenden Sie das einfach mal und ja, die ist auf jeden Fall langlebiger als Blue Tape und Kapton Tape. Ja, und zweiter Vorteil, ich kann die für ABS und PLA verwenden. Ja. Ansonsten fällt mir aktuell jetzt nichts weiter zu den Maschinen ein. Wenn noch Fragen offen sein sollten, rufen Sie uns an.
Oder gehen Sie auf unsere Homepage, dort finden Sie auch die Telefonnummer, unter www.okm3d.de. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald.